So, wir sind heute wieder in Ehingen. Hier empfängt die TSG Ehingen den SV Kehlen. Der SV Kehlen ist Tabellenzweiter, die TSG Ehingen Tabellenvorletzter. Verspricht natürlich ein ganz gutes Spiel. Das Spiel ging 1:0 für die TSG Ehingen aus. Ein sehr kampfbetontes Spiel. Und hier sehen wir die besten Szenen aus dem Spiel. Nach 3 Minuten kriegen wir nach dem Eckball, wo wir dann die Zuordnung verlieren, wo der zweite Ball kommt, das Gegenteil. Da sind wir natürlich schlecht ins Spiel reinkommen. Das war dann so ein kleiner Knackpunkt. Ich denke aber, wir haben dann auch in der ersten Halbzeit dann aber gut Fußball gespielt, hatten dann auch unsere Chancen. Und da haben wir im Moment Probleme, dass wir die Tore einfach nicht machen. Ja. Sie sprechen es gerade schon an, die Tore, die man nicht gemacht hat, sind das große Problem vom SV Kehlen. In der zweiten Halbzeit hat sich das Spiel so ein wenig verflacht. Was ist der Grund dafür, dass Ihre Mannschaft aus der Kabine nicht rausgekommen ist und die Brust rausgemacht hat und gesagt hat, wir wollen hier das Spiel gewinnen, wir sind hier Tabellenzweiter und wollen Tabellenerster werden? Ja, da sind wir dann einfach konsequent genug, unser Spiel durchzuziehen. Ehinger hat sich ein bisschen tiefer hinter reinfallen lassen, hat dann auf Konter gelauert. Und dann haben wir es einfach dann auch teilweise schlampig und unorganisiert gespielt, zu viele Ballverluste gehabt dann auch und sind dann auch nicht mehr so richtig zum Tor gekommen. Das war eigentlich dann auch der Knackpunkt. Ja, ich denke schon, dass unser Last vom Herzen gefallen ist. Wir haben jetzt viel einstecken müssen, Schießbude der Liga und alles Mögliche haben wir hören müssen, auch zu Recht hören müssen, wenn man 16 Gegentore kriegt. Und von daher war das schon sehr, sehr wichtig für uns heute, zum einen das Spiel zu gewinnen und zum anderen auch zu Null zu spielen. Von daher bin ich natürlich sehr glücklich und auch stolz auf die Mannschaft. Das ganz Kuriose war eigentlich die Anfangsminute. Da fehlt gleich das Tor. Wie glücklich ist man dann eigentlich, wenn man aus der Kabine rauskommt, kaum der Anpfiff ertönt und dann steht schon 1:0 für die Mannschaft? Ja, oftmals ist es so, dass im Fußball zu schnelles Tor nicht gut ist. Das Kuriose in der Geschichte ist das, wir sagen noch in der Kabine, ja, man kann auch mal mit der ersten Chance ein Tor machen und genau so war es. Und dass wir das dann über 90 Minuten dann halten, ist natürlich sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite hatten wir im Laufe des Spiels sicherlich noch 5, 6 hochkarätige Tormöglichkeiten und haben es nicht geschafft, das zweite Tor nachzulegen. Von daher war es immer spannend bis zum Schluss.